Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Video von The Cruise Vibes und heute schauen wir uns die letzten beiden Tage an Bord der Excellence Princess an. Im letzten Kreuzfahrtvideo waren wir ja in Wien, haben Wien dann am Abend verlassen und sind jetzt auf dem Weg in Richtung Linz und von dort aus geht es dann zu unserem Endhafen in Passau. Wir starten also erstmal mit einem halben Seetag oder Flusstag besser gesagt, sind hier wieder auf der Donau unterwegs, jetzt natürlich flussaufwärts. Haben wir gleich eine Begegnung mit einem der unzähligen Schiffe von Viking und dann steht hier auch schon die erste Schleusung an. Immer wieder spektakulär mit dem Schiff in die Schleuse zu fahren. Hier auch der Kran im Einsatz gerade an der Schleuse, auch das sieht man nicht alle Tage. Also ganz interessant ist hier zu beobachten und hier seht ihr schon, jetzt geht es natürlich aufwärts in den Schleusen. Und dann geht es weiter und hier sind wir dann auch schon in der Nähe von Linz. Linz hat ja ein riesiges Industriegebiet. Große, wichtige Industriestadt und das erste, was man sieht, ist eben dieses Industriegebiet. Recht beeindruckender Anblick. Lohnt sich also wirklich hier auch mal auf die Außendecks zu kommen, um das Gelände der Voestalpine zu sehen. Wirklich ziemlich beeindruckend das Ganze, zumindest wenn man Industrie interessant findet. Wir haben einige recht niedrige Brücken hier auf dem Weg. Das habe ich mir ganz bequem von meiner Liege aus angeschaut, wie wir hier unter diesen Brücken hindurchfahren. Liegend natürlich gar kein Thema. Die Crew der Excellence Princess war hier generell sehr bedacht, das Sonnendeck wirklich immer zu schließen, wenn es eine Gefahr geben könnte. Und hier haben wir dann im Hintergrund auch den Pöstlingberg mit der Kapelle. Auch ein beliebtes Ziel in Linz. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, da mal mit der Straßenbahn hochzufahren. Dazu gibt es auch schon einige Videos hier auf diesem Kanal. Wenn man dann nach Linz reinfährt, hat man hier auch einige Wandgemälde, die man vom Schiff aus im Industriegebiet gut beobachten kann. Das sehen wir hier ja auch. Auch das lohnt sich also da, aufs Sonnendeck zu kommen. Und dann sieht man hier auch immer wieder einige interessante Schiffe liegen. Zum Beispiel haben wir hier die Primadonna, ein Schiff, auf dem ich auch vor vielen Jahren mal unterwegs war, ein Katamaran, sehr interessantes Schiff. Ein Schiff von Amadeus, beide hier aktuell in der Werft. Und dann liegen hier auch noch einige Schiffe aktuell auf, waren noch nicht im Einsatz, als ich hier unterwegs war. Hier war nochmal ein Vikingschiff in der Werft. Hinten dran zum Beispiel die Princesse de Provence, ein Schiff, was ich euch vor langer Zeit auch schon mal vorgestellt habe. Oder die Riverside Mozart lag auch noch hier, war kurz vor Saisonbeginn für dieses Schiff. Das Schiff habe ich euch auch vor kurzem vorgestellt. Ja, und natürlich auch sonstiger Verkehr hier viel unterwegs auf der Donau. Hier haben wir nochmal den Blick zum Pöstlingberg hinauf. Wie gesagt, da lohnt sich da mit der Straßenbahn mal hinaufzufahren. Und hier haben wir noch einige sehr alte Flusskreuzfahrtschiffe, die aktuell nicht mehr im Dienst sind. Die lagen auch hier aufgelegt im Linzer Winterhafen. Hier nochmal der Blick auf die Princesse de Provence und hinten dran die Mozart. Mozart ja eines der luxuriösesten Schiffe überhaupt. Und zu diesem Schiff gibt es einen Schiffsrundgang und einige Vlogs. Das könnt ihr euch natürlich auch gerne mal anschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, und kurz vor Linz haben wir dann wieder einige Brücken, die wir noch passieren müssen, bevor wir dann unseren Liegeplatz erreichen. Ja, wir hatten hier einen ganz zentralen Liegeplatz mitten in der Innenstadt. Wenige Minuten zu Fuß und schon ist man dann am Hauptplatz. Seht ihr schon einige andere Kreuzfahrtschiffe natürlich auch in Linz, eine der wichtigsten Destinationen für Flusskreuzfahrten in Österreich. Abgesehen von Wien und Melk natürlich, Dürnstein, Krems sind auch noch weitere sehr beliebte Häfen, aber auch Linz einer der Häfen, die auf fast jeder Flusskreuzfahrt auf der Donau angelaufen werden. Dann geht es an einem Schiff von Arma Waterways noch vorbei. Auch wir werden jetzt gleich in zweiter Reihe anlegen, allerdings noch ein Stückchen näher an der Innenstadt. Seht ihr hier schon, da vorne an dieses Schiff werden wir jetzt rangehen. Das ist die Thomas Hardy, ein Schiff der Reederei Skiller für Riviera Travel, einen britischen Veranstalter, hauptsächlich im Einsatz. Ja, und dann gab es erstmal das Mittagessen, einen leckeren Salat vom Buffet, die Suppe auch vom Buffet. Meine Hauptspeise habe ich dann vergessen zu füllen, war zu lecker, war ich zu schnell mit dem Essen, dann gab es noch ein Dessert. Und jetzt geht es hier einmal durch die Thomas Hardy hindurch, wie schon typisches Skiller Atrium.
ja, kann man ganz bequem durchlaufen. Und auf der anderen Seite kommen wir dann quasi direkt in der Innenstadt von Linz heraus. Man muss einmal nur zur Brücke hochgehen und direkt links befindet sich der Hauptplatz, der wichtigste touristische Ort der Stadt Linz. Hier haben wir den Hauptplatz nochmal im Winter ja mit dem schönen Weihnachtsmarkt und der Pestsäule in der Mitte, also wirklich sehr sehenswert. Ich war dann mit der Straßenbahn den ganzen Tag unterwegs, das werdet ihr im nächsten Video sehen, deswegen geht es jetzt auch schon wieder zurück an Bord. Und kurz danach haben wir dann auch abgelegt, kurz das Fitnessstudio besucht und von dort aus hier einmal einen Zeitraffer aufgenommen von unserer Fahrt weiter flussaufwärts in Richtung Passau. Durch die schöne Donaulandschaft, Fitnessstudio hier mit Blick nach draußen, sehr sehr schön, da macht es gleich viel mehr Spaß. Ja, und da gab es nochmal ein erfrischendes Getränk oben auf dem Sonnendeck zum Sonnenuntergang, klassischer Sundowner also. Ja, wirklich nochmal ein wunderschöner Sonnenuntergang hier zu genießen, bevor es dann zum Abendessen ging. Wirklich traumhaft schön, das sind dann die Momente, die solche Flusskreuzfahrten immer wieder besonders machen. Ja, und dann ging es noch einmal zum letzten Abschlussabendessen, auch das war natürlich wieder sehr, sehr lecker. Das habe ich ja jetzt schon in jedem Video betont, dass das Essen hier an Bord wirklich hervorragend war. Und ich denke, man sieht es auch, sieht auch alles wirklich sehr lecker aus und es hat auch alles genauso gut geschmeckt, wie es aussieht. Ja, und dann ging es nochmal in die Lounge, da waren nochmal ein paar Schiffe unterwegs, die ich da natürlich beobachtet habe. Zum Beispiel die Schiffe von Nico oder auch die Viva 2, die wir vor kurzem schon gesehen haben, war hier auch wieder unterwegs. Jetzt flussabwärts, kam uns hier gerade entgegen. Dafür bin ich dann nochmal kurz auf das Sonnendeck hochgegangen, um mir das anzuschauen. Ja, und dann haben wir hier noch weitere Flusskreuzfahrtschiffe. Also das sind dann eben die, die nach der Einschiffung am Nachmittag in Passau gestartet sind. Die kommen dann alle nacheinander fast zeitgleich an einem vorbei. Da gab es nochmal ein leckeres Getränk zum Abschluss der Kreuzfahrt und am nächsten Morgen nochmal ein schönes Frühstück. Und dann hieß es leider auch schon Abschied nehmen von meinem Zuhause der letzten 7 Tage. Denn wir sind angekommen in Passau-Lindau. Der Liegeplatz etwas außerhalb von Passau, aber ideal für Ausschiffung. Gerade für Excellence, da ja eh fast alle Gäste mit dem Bus abreisen. Hier seht ihr schon die Abfahrt der Busse, die jetzt in die Schweiz fahren, mit einem Großteil der Gäste an Bord. Und für mich ging es dann auch wenige Minuten später von Bord. Ich nehme auch den Bus, aber den ganz normalen Linienbus. Hier kommen noch komfortable Reisebusse zum Einsatz auf manchen Linien. Und bei dem geht es nun einmal durch Passau, haben wir nochmal einen schönen Blick auf die Sehenswürdigkeiten von Passau vom Bus aus. Für mich geht es aber direkt zum Hauptbahnhof und von dort aus dann nach Hause. Auch die Bahnfahrten werdet ihr dann in den nächsten Videos noch sehen. Es gibt also sehr regelmäßig Busverbindungen von Passau-Lindau zum Hauptbahnhof und natürlich auch in die Gegenrichtung. Man muss also nicht unbedingt ein Taxi nehmen. Gibt auch die Alternative, wenn man zum Beispiel das Deutschland-Ticket hat, dann ohne Kosten zum Hauptbahnhof zu kommen. Kann man sich also aussuchen. Taxis sind natürlich auch jederzeit zu bekommen. Da gibt es viele in Passau, da die Stadt eben auf den Kreuzfahrttourismus ausgelegt ist. Aber man kommt eben auch mit dem Bus direkt und ohne umzusteigen zum Hauptbahnhof. Das war es dann mit meiner Videoserie über die Excellence Princess, ein wunderschönes Schiff. Eine tolle Reise geht jetzt hier leider zu Ende. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich selber Likes, Kommentare, Abos oder auch eingeteilt mit den Lieben freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.